So, hallo ihr Lieben, heute löse ich wieder mal das Versprechen ein, der Warum-Förmchen, und zwar ist es diesmal zu quasi Teil 2 meines Versprechens, dieses Mal was Süßes. Und zwar machen wir uns Apfelnuss-Schoko-Küchlein aus dem Varoma. Nusstechnisch könnt ihr natürlich auch andere Nüsse verwenden, ich mache es mit Walnüsse, weil ich finde, dass die mit Apfel und Zimt einfach super harmonieren. Und es ist auch wieder ein mega einfaches Rezept. Ich verlinke euch natürlich gerne das andere Varoma-Küchlein-Rezept, wo man ja im Endeffekt sieht, wie ein schneller Eiermuffin drin gemacht wird, schnelles Frühstück oder Snack. Und diesmal eben was Süßes für die Süßen unter euch. Und wir starten mit dem Hacken, Reiben der Schokolade. Gebt euch die in den Mixtopf. Und zwar für 4 Sekunden auf Stufe 6. Ihr füllt euch jetzt diese Schokostückchen mit ein bisschen Schokopulver um. Ich nehme jetzt eine andere Schüssel. Wir brauchen eben da jetzt keine voll gemahlene Schokolade, gerieben in dem Sinn. Sondern wirklich dürfen da nur echt Stücklein drin sein. Und dann. So, jetzt kommen in den Mixtopf die Butter. Wie kommst du da raus? Der Zucker mit dem Vanillezucker. Und die zwei Eier. Deckel drauf und das Ganze wird für 1 Minute 30. Bei 37 Grad, Stufe 4, schön geschmolzen und vermischt. Und in der Zeit einfach diesen kleinen Apfel, ich tue ihn schälen, ihr müsst nicht, entkernen und dann geht's weiter. So, zu unserem Eierbutter-Zuckergemisch kommt dazu der Apfel. Und es muss wirklich nur so ein kleiner sein, das macht das Ganze saftig, gibt ein bisschen das Süße natürlich nur mit rein. Und ist einfach lecker. Apfel geht doch immer. Apfel, Mehl, Zimt, Backpulver. Ab dafür. Wer kein Zimt mag, lasst den Zimt einfach weg. Und nimmt im Idealfall dann Vanille. So, und das Ganze wird für 4 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert und vermischt. So, einfach jetzt einmal alles so ein bisschen nach unten schieben, vom Deckel, vom Rand. Die Schokostücke dazugeben und die Walnüsse. Das Ganze wird jetzt nochmal für 4 Sekunden auf Stufe 5 vermischt und zerkleinert. So, da li, so, da la. Die Varoma-Förmchen habe ich mir, diesmal die weißen, habe ich mir gefettet mit Butter. Ihr könnt es aber wieder, wie im anderen Video auch schon erwähnt, natürlich auch andere Förmchen, die für euch passen, die ihr in Varoma reinkriegt, könnt ihr natürlich genauso verwenden. Und jetzt da wir uns diesen lecker duftenden Teig einmal nur so ein bisschen durchmischen und einfach so, ja, auf alle 6 Förmchen aufteilen und circa 3/4 voll. Das ist jetzt nicht so genau. Schreibt es mir voll gerne in die Kommentare, wer von euch so voll der Varoma-Fan ist, jetzt was aber Süßes angeht vielleicht. Oder überhaupt einfach, wer nimmt den echt voll gern her und wer von euch nimmt ihn wirklich kaum her oder gar nicht sogar. Und vielleicht schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob euch ihr mehr Varoma-Rezepte wünscht. Weil das ist eben immer so für mich auch ganz interessant, das eben ja herauszufinden, wo euer Bedarf liegt. Gell? Und ja, drum. Einfach voll gern in die Kommentare, so erreicht es mich. Auch wenn ich nicht immer zurückschreibe, bitte wirklich nicht böse sein. Ich gebe mir Mühe,
Und auf so Fragen wie, kann ich das so oder so auch machen, kann ich das oder das auch hernehmen, schaue ich einfach auch immer wirklich, dass ich schnell reagiere. Aber ich kann nicht jeden einzelnen Kommentar beantworten. Aber ich lese ihn. Und deshalb schreibt man unten was rein, dann kommt es bei mir an und ich kann darauf reagieren. Und das freut mich dann sehr, weil ich natürlich dann so am Ende immer näher an euch rankomme und an eure Wünsche und Bedürfnisse. So, wenn dann der ganze Teig aufgeteilt ist, dann muss den Mixtopf einmal ordentlich durchspülen. Und dann gibt es schon nur noch ans Dämpfen. So, jetzt geben wir in den gespülten Mixtopf 500 Gramm Wasser ungefähr. Die Förmchen stellen wir uns eben in den Varoma-Behälter. Dafür sind sie eben so schön gemacht mit diesen Einkerbungen, dass sie sich schön aneinander schmiegen. Die haben sich richtig schön lieb. So. Und dann kommt der Deckel drauf. Salz für den Mixtopf. Ins Wasser, einfach, dass der Mixtopf schön bleibt. Den Deckel ohne Messbecher da rein. Und das Ganze wird jetzt gedämpft für 25 Minuten. Ah, Entschuldigung, 30 Minuten. 30 Minuten Varoma Stufe, Varoma Stufe 1. So, jetzt sind unsere Apfelschokokügelchen fertig. Nein. Du kriegst dann auch eines, ja? Unser Küchlein. Unser Bobo. Sagst du mal Hallo. Sag Hi. Hi. Jetzt saus kurz. Bin's klein. Dann gibt's Küchlein. So. So, jetzt sind eben die Küchlein fertig. Ihr könnt eine Stäbchenprobe machen, wie beim Kuchen im Rohr. Nur gebt da Acht drauf, dass der einfach ein bisschen klebt. Es darf jetzt nichts Feuchtes mehr am Holz sein. Wenn da ein bisschen was Klebrigeres dran ist, ist es einfach, weil der Kuchen gedämpft wird. Gell? Also das macht einfach ein bisschen einen Unterschied. Aber er ist dann durch, sobald nichts Flüssiges mehr dran klebt. Und ihr stecht euch die jetzt einfach aus den Förmchen raus oder schneidet es einmal da rundum. Und ihr müsst einfach das probieren, weil das Dämpfen, man meint immer so, Kuchen aus dem Varoma dampft, das ist ja irgendwie komisch, aber nein, es ist definitiv mega saftig, mega, mega lecker. Und ihr müsst es auch wirklich selber ausprobieren. Und ihr könnt die jetzt entweder warm essen mit Vanillesoße oder, oder ihr lasst es komplett auskühlen und dann es einfach damit Staubzucker ein bisschen bestäuben. Völlig egal, wie es euch schmeckt. Also ihr seht, wie fluffig, saftig, also fluffig, aber saftig. Und dann die Schokostückchen. Das Saftige, also als ein Warmer ist das einfach jetzt richtig, wie soll ich sagen, schokoladig geschmolzen. So. Und wenn es wieder abkühlt, wird es wieder ein bisschen fester natürlich. Und dann habt ihr eher die Stückchen drin. Wie ihr das möchtet, schreibt es mir voll gern in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen. Es freut mich, wenn ihr mir einfach sagt, wie ihr das Rezept gefunden habt. Das Rezept findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch was. Bis bald. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong and fake.